Moin Moin, Tag 2. Von Hürste zur Emsquelle und dann weiter nach Hasewinkel. Zeige ich mal kurz unsere Haustiere hier in dem Hotel. Das ist aber nett. Dann sagt er mal guten Tag hier, Mensch. Nicht nur fressen, ganz ganzen Tag. Genau. Sag mal guten Tag. Hat man auch nicht überall. Ne? So. Schön in der Walachei gelegen. Wunderbar. Ja, hau ab. Da hinten geht's dann zum Europaradweg. Nummer habe ich jetzt vergessen. Wo ich dann direkt nach zur Emsquelle komme. Ich habe das doch schon wieder vergessen. Seht es mir nach, ist bei Komoot gespeichert. Werde ich schon finden. Bis später. Das, nachdem ich dann 3000 Kilokalorien zum Frühstück gehabt habe. Das war auch eine Menge. Junge, Junge. Aber ein Brötchen habe ich mir gezockt, ne, zum Mitnehmen. Das esse ich auch Mittag an. Nicht zu viel. Vier Brötchen am Frühstück. Na, also das Cornflakes und Wurstteller und noch ein Ei. Das habe ich meinen Nachbarn gegeben. Selbstgemachten Honig, selbstgemachte Marmelade, Nutella, Frischkäse, Quark, Quarkspeise noch extra, Schelf und Joghurt. Also das war schon echt heftig. Alles im Preis inklusive. Kann man nicht meckern. Ja, jetzt werden wir erstmal 15 Kilometer zur Ems fahren, zur Emsquelle. Ich hab vergessen, wie der Ort heißt. Und dann werden wir weiter gucken, ne? Was dann passiert. Mit ein bisschen Glück haben wir gleich vernünftigen Asphalt unter uns. Das ist das letzte hier. Wir haben schon aufgehört zu asphaltieren. Was war das denn? Also beschissen ist. Naja. Wird schon. Tja, manchmal sieht man ganz komische Sachen. Wie so ein Tante-Emma-Laden. Ist so Eis. Na. Das ist mal cool. Komplett auf Vertrauensbasis. Mal hier schickes Apfel-Ingwer, das ist nicht meine Ecke. Kiwi-Erdbeer, Marille, Honig. Sehr, sehr dunkler Honig. Utrecht-Honig. Das ist mal cool. Also. Ja, okay. Das hat was. Finde ich geil.
Ja, was einmal runter geht, geht auch wieder hoch, ne? So ein Schied. Ach Mann, Leute. Ah, gut. Was macht man nicht alles, um hier weiterzukommen? Eieieiei. Freudeburger Wald, muss man sich vormerken. Da will man nicht so schnell mit dem Fahrrad wieder hin. Letztes Jahr in meinen Alpen, in meiner Alpenüberquerung, war sowas nicht. Hoch, runter, hoch, runter. Mann, Mann, Mann. Jetzt bin ich auf dem Senderradweg gelandet. Ja. Mal schauen, wie es weitergeht. Endlich wieder meine Straße. Sehr schön. Weil eben war ja alles vertreten im Wald, ne? Kiesel, Schotter, feste Steine, Sand, tiefer Sand. So, die üblichen Baumwurzeln und so was, ne? Reste von Ästen. Das hat mich ganz schön aufgehalten.
ist die Ems. Das haben wir alles gesehen im Leben. Wahnsinn. Und irgendwo ein bisschen weiter weg kommt eine AIDA da drauf. Von Papenburg aus. Ja. Kann man schon glauben. Irre. Oder? Angekommen. Bei Teil 1. Sieht man hier auch nochmal. So. Jetzt geht's los. Die 300, wie viel waren das? 71 Kilometer bis zur Emsmündung. Bei Emden. Dollert. Dollert. Ja, wollen wir mal loslegen, ne? Genug Zeit verplempert hier. Ab geht's. Weiter geht's. Tschö. Ab geht's über die Autobahn. Also oben drüber. Ja, 33. Weiter. Das ist die Ems. Wird schon ein bisschen größer. Ja, endlich mal wieder ein vernünftiger Fahrradweg. So gefällt mich das. Ich weiß nicht, was Komoot da manchmal rausklebt, diese komischen Abkürzungen.
Alter. Da brauchen wir ganz komische Räder für. Also meinst nicht. Noch sehr viel Zeit verloren eben. Eine sehr ländliche Gegend hier, was ich persönlich ja voll geil finde. Ne? Pferde, Kühe, ein paar Gänse waren da eben in so einem Gatter, aber ich habe da kaum was gesehen. Sehe ich schon wieder ein paar Rinder. Also riecht auch so hier entsprechend. Da drüben sind schon wieder welche. Ja, also. Was sagt das Foto immer? Tippitoppi. Ja, finde ich auch langsam. Tippitoppi. Ja. Wenn das so bleibt die nächsten Kilometer, bin ich zufrieden. Bei nächster Möglichkeit links. Ich habe nur Schiss, wenn Komoot mir ansagt, irgendwo abbiegen. Guck mal wieder auf solche komischen Wege. Naja, der hier geht ja noch halbwegs, aber das ist halt. Manchmal denkst du, Alter. What the hell? Ne? Okay, weiter jetzt geht's. Links auf in Tüle.
auf den Grund wieder zurückzukommen, warum ich hier unten lang fahre. Die Ems. Okay. Sieht da nicht ganz so toll aus. Naja. Was die da machen, wird das schon stimmen. Jetzt bin ich gleich in Riedberg. Ja, Riedberg, was soll ich darüber sagen? Da gibt es auf jeden Fall eine Keksfabrik, da habe ich schon angeliefert. Und ansonsten weiß ich nicht viel über Riedberg. Wie ich dem Kreis Gütersloh, das weiß ich jetzt. Das ist schon mal was. Ja, keine Ahnung, kenne mich hier nie aus. War hier noch nie, also außer in der Keksfabrik. Jetzt links auf Radfernweg. Soll ich hier links ab zum komischen. Kann noch nicht richtig sein. Ja, einfach. Bin ich ja mal gespannt.
immer noch nicht so richtig groß, ne? Kommt vielleicht noch. Immer an der Ems lang. Boah. Rechts nehmen wir erst die Ems. Der Radweg hier ist super. Führt so ein bisschen durch und dann Riedberg vorbei. Was ist das hier? Liebeldorf. Okay. Ja. Ist noch nicht viel größer geworden, die Ems. Aber das kommt bestimmt noch. Aber wer hätte es gedacht? War schon wieder die Ems. Boah. Kann man machen. Muss nur so ein bisschen aufpassen hier nebenbei. Hier nichts umfahren.
ja. Habe ich auch noch nicht gesehen. Aber gut. Wird schon seinen Grund haben. Ja, es sind die letzten 15 Kilometer angebrochen. Machen wir ratzfatz durch Räderwiedenbrück durch. Bei nächster Möglichkeit links. Jetzt eier ich hier durch so ein. Ja, rechts-links Mais, ne? Gucken, was es noch wird. Eine Menge über Land jetzt noch. Bis nach Hasewinkel. Dann reicht es halt auch. Auf Marienfelder Straße. Irgendwann hat man auch keinen Bock mehr. So viele Eindrücke, heute so viel gesehen.
langt ja auch, finde ich. Schlimm ist immer, man guckt hier rechts und links. Weiß man schon gar nicht, ist das eine Straße? Ist das nur ein Radweg? Weil das sieht aus wie eine Straße hier. Folge dem Weg 2,1 Kilometer. Ja. Natürlich auch ein bisschen leichtsinnig irgendwo, ne? Dann achtet nicht so auf die Autos. Nicht so schön. Wenn es zu gut ist, ist es meistens eine Straße. Ja, das habe ich auch noch nicht gesehen, so was hier. So eine Buschfarm, oder wie nennt sich das? Was wächst denn hier? Also die Weihnachtsbäume sieht es ja nicht aus. Boah, kann man machen, ne? Gibt es hier auch mal Eck, muss gar kein Fahrradweg gibt. Immer sehr schön. Finde ich super. Aber auch da müssen wir durch. Ach, ist aber nicht so viel los hier. Obwohl, jetzt haben wir 16 Uhr. Haben wir denn? 16:20 Uhr. Ja, Berufstag erst durch hier, wa? Das ist noch 6 Kilometer bis zum Ziel, voraussichtlichen Ziel. Ich weiß jetzt nicht, wo ich den Schlüssel abholen muss. Da muss ich noch mal gucken mit meinen E-Mails. Nur hier kriegst du keinen Empfang, ne, hier in der Ecke. Hier ist ja nun gar nichts.
Aber ich hoffe mal, dass in den ja, ist das eine Stadt, Hasewinkel? Ja, doch, ist da ziemlich groß aus eurer Karte eigentlich. Ja, sagen wir Kleinstadt. Ja, dass sie da diese Brücken hingebaut haben. Weil hier, nada. Keine Chance. Ich wollte eben schon mal in der Pause meine E-Mail checken. Da hat er mir gestern auch schon was geschickt, wo ich hin muss, um Schlüssel abzuholen. Ja. Habe ich mir kurz durchgelesen, wieder vergessen. Irgendein Lottoladen. Ja, weiß nicht, wo der ist da. Lassen wir uns überraschen. Aber ja, schon klappen.